Ja, wir gehen jetzt hier zum Schelling-Salon zum Mittagessen und ich habe mal jemanden entdeckt. Ich glaube, der ist in Urgestein. Hallo Didi, dich gibt's ja auch noch. Grüß dich Gott, ja, warum soll es mir nicht geben? Ja, ich denke mir, du bist längst in Rente gekriegt von TV München, eine super Rente. Ja, ich kriege also von TV München keine Rente. Ich bin aber schon Rentner, weil ich ja Einzahl habe, weil ich ein fleißiger deutscher Arbeiter bin. Und deswegen kriege ich eine Rente. Und, aber das hat jetzt nichts damit zu tun, ob ich weiterarbeite oder nicht. Man arbeitet immer weiter, so wie man sich fühlt und fertig. Nein, weil ich werde zwar alter Sack schon langsam, aber deswegen muss ich ja nicht krank werden, weil andere krank werden. Und deswegen muss ich nicht zum Arbeiten aufhören, weil andere zum Arbeiten aufhören. Und deswegen muss ich nicht blöd schauen oder drüben lassen. Ganz im Gegenteil, immer freundlicher, immer... Jetzt habe ich gleich wieder Webs gestohlen. Das macht aber nichts, das gehört zum Leben dazu. Jetzt ist das Webs. Das ist mystisch. Ich habe jetzt kurz aufgestochen, aber ich lasse jetzt nicht erschlagen deswegen, weil ich habe sie ja bloß verteidigt, weil ich habe da einzwickt in meinen Pulli. Und dann darfst du mir zwickern ein bisschen. Und also, Websen, wenn hier da sind, dann weiß man, dass es gute Sachen gibt. Also, das ist qualitativ beste Obsthandel auf der ganzen Welt bei mir. Es ist ja sonnenklar, dass ich der lustigste Verkäufer bin, ist doch sonnenklar. Und wenn mir dann ein paar nicht mögen, weil ich einer zu brav bin und zu lustig bin, ich könnte mir schön am Hut aufsteigen. Weil, wenn du das alle recht machst, dann bist du auch ein schöner Trottel. Also, richtig. Lieber so in die Fuhimeng und ein paar nicht, das ist ein guter Schnitt. Ja, genial. Und dann bei meinen Kunden habe ich auch einen guten Schnitt. Ich sage immer, ich habe 1000 nette Kunden und zwischendurch einen Arschloch. Ja, das ist ein ganz ein guter Schritt. Darf es auch geben. Genau. Ein. Ja, finde ich cool. Und du bist jetzt in die Immobilienbranche auch noch eingestiegen. Ich habe irgendwo was gelesen. Ja, ich bin bei einem Immobilienverrenter, die Werbefigur. Der verrentet Immobilien für ältere Leute. Und weil ich das System anständig finde und nicht, wie manche so denken, dass man alte Leute über Tisch zieht. Nein, ganz im Gegenteil, ich finde das ganz fair. Jeder kann da kostenlos sich beraten lassen, kann seine Immobilie schätzen lassen, kann mit dem reden, was er kriegt. Alles kostenlos. Nur wenn man zum Notar geht, kostet es ein Geld. Aber ich finde das nicht über den Tisch zeigen, wenn du halt jemand sagst, ich gebe dafür der Hütten im Monat das und das und die Summe, dann kannst du ja entscheiden, ja oder nein. Und wenn du dann sagst, nein, dann kostet es kein Pfennigeld. Wenn du sagst, ja, dann kriegt er natürlich dann beim Verkauf eine Prämie. Klar. Ja, kann man die Hütte gleich verkaufen und sagen, ich möchte noch ein Wohnrecht jahrelang drauf haben? Das ist ja die Immobilienverrentung. Okay. Die Immobilienverrentung hat den Sinn, dass du in deiner eigenen Immobilie wohnen darfst, hast aber keine Ausgaben mehr. Aber du kriegst Geld raus natürlich, klar. Ja, logisch, kriegst du Geld. Das geht dann nach einer Skala, wie alt du bist, wie lang deine Lebenserwartung noch ist. Und dann ist halt ein leichtes spekulatives Spiel. Du kannst natürlich gleich sterben, dann hat er ein Geschäft gemacht und wenn du 100 wärst, dann hat er weniger Geschäft gehabt, aber das war ja dir wurscht. Ist natürlich super interessant. Ich bin nämlich gerade bei der Degussa vorbeigegangen. Ja. Und jetzt reden wir über Verschwörungen. Ich werde mal als Verschwörer bezeichnet, aber wir brauchen neue Verschwörungen. Warum? Weil alle Alten eingetroffen sind. Also wenn man jetzt nämlich sein Budi verkauft, dann hätten wir Kohle und kann es vielleicht in Gold anlegen, weil wir wären ja unter Umständen mit einer Zwangsgrundschuld enteignet. Klingt ganz schräg, aber im Bundestag sind ein paar so Sachen Laufen. Ja, dass plötzlich heißt, du hast eine Wohnung, jetzt darf man da mal die Hälfte als Grundschuld eintragen. Und wenn man es verkauft hat, hat man dann die gute Karten. Ja, das hat den Vorteil, genau, das hätte dann gute Karten. Aber die Verschwörungstheoretiker, ich bin auch eher ein Zweifler, aber so ganz schwarzig nicht. Ich sage, dass ich noch ganz kräbig und ganz wie beim Geld in der Tasche in Grund springe. Also die nächsten 30 Jahre, wo ich noch lebe, ungefähr, dann bin ich 95, ist ein gutes Alter. Mein Papa ist 91 geworden, bin ich 95, das ist sehr gut. Und ich glaube noch nicht, dass uns eine Inflation draufhauen, eine schlechte Inflation, die haben wir ja schon lange. Und die wird halt immer weitergehen, weil der Bundestag in meinen Augen auch viel zu viel Geld ausgibt für irgendeinen Scheißdreck, den ich nicht akzeptiere. Sehr gut. Den ich aber leider, oder nicht, nein, Gott sei Dank, nicht leider, den ich auch Gott sei Dank nicht gewählt habe. Na gut, das habe ich schon gemeint, du hast grün gewählt, weil wenn du Obst hast, muss der grüner sein. Ja, man müsste ja aber deren Vorgehensweise und wenn ich die reden her, dann muss ich sagen, die kann bei mir in der Rhetorikschulung gehen. Die eine ist blöd zum Reden, die anderen haben kein Hirn. Also ich finde, muss ich ganz ehrlich sagen, frustrierend oder brutal, dass in München 40% grün gewählt haben. Aber wir haben eine Demokratie, das ist so fair bin ich schon. Jeder darf wählen, was er meint, wählen zu müssen. Das ist die Geschichte. Aber im Gegensatz zu den anderen sollten die auch in den Maul halten, wenn man sagt, was er gewählt hat. Dort habe ich echt ein Problem, weil jetzt muss ich das Video Satire nennen, weil du hast die Grünen mittelmäßig beleidigt. Kennst du den Tim Kellner?
Ja, das ist ja auch Ärger, der hat eine Klage gekriegt, gell? Ja, genau, und jetzt kriege ich auch die Klage, weil ich vielleicht deine Aussage veröffentliche. Dass sie eine sprachbehindert ist, das steht ja fest, das kann man ja, das sieht man ja, wenn sie redet. Und dass sie ein bisschen weniger Hirn haben, das sieht man an dem, wie es vorgehen. Und dass sie noch keinen gescheiten Beruf sind. Also ich darf das schon sagen. Dann werden wir es einfach so senden und hoffen, dass wir nicht verklagt werden. Genau. Dann merci, merci, und wir sehen uns garantiert wieder. Fertig, Gott.